Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und heute habe ich erneut ein Unboxing für euch und zwar das der Wrestle Crate UK Box. Wrestle Crate ist ein Service, der euch jeden Monat eine dieser Boxen hier nach Hause schickt und diese ist prall gefüllt mit sämtlichen Wrestling-Goodies von der WWE über AEW hin zu sämtlichen Independent-Ligen und jeden Monat schauen wir gemeinsam hier rein, was so alles Tolles, Schönes da drin ist. Wie jeden Monat gibt es natürlich wieder einen Monat gratis Wrestling. Dieses Mal haben wir Title Championship Wrestling, Title on Demand. Kenne ich persönlich jetzt nicht, aber einen Monat haben wir also jetzt hier frei. Jede Menge Wrestling-Content, also hier gratis in der WrestleCrate. Normalerweise haben wir immer einen Aufkleber drin mit dem Motiv des T-Shirts aus dem letzten Monat. Und wir haben auch einen Aufkleber drin, nämlich von Gene Money, nur hatte ich zumindest ein anderes Motiv auf meinem T-Shirt im letzten Monat. Wenn ihr das Ganze auch nochmal anschauen möchtet, klickt doch einfach mal unten in der Videobeschreibung auf den Link und da kommt ihr zu allen Unboxings, die es bisher zur WrestleCrate und zu anderen Sachen gab. Und hier nochmal der Aufkleber von Gene Money. Have you seen this dog? Also nochmal aus der Nähe. In einer der letzten Boxen hatten wir ja bereits schon mal ein Shoot-Interview, ich denke von Rowdy Roddy Piper war es, glaube ich. Und jetzt haben wir eins von den Young Bucks drin. Also eine DVD mit einem Shoot-Interview von Nick und Matt Jackson. Sehr, sehr geil, kann man sich auf jeden Fall geben. Und vor allen Dingen noch mehr Wrestling-Content. Dann haben wir etwas zum Lesen und zwar das Magazin Inside the Ropes. Vorne drauf mit Ric Flair und auch interessanten Stories über den SummerSlam oder vor allen Dingen auch über den kürzlich verstorbenen Kamala. Und ja, kann man sich durchaus mal durchlesen hier. Sehr, sehr viele Fakten, Interviews, Themen rund um das Thema Wrestling. Und wie in jedem Monat darf natürlich auch das Autogramm nicht fehlen. Dieses Mal haben wir eines von Adam Maxted. Kannte ich bisher noch nicht, kenne ich nicht. Vielleicht kennt ihr ihn. Schreibt mal gerne mal unten in die Kommentare. Jedenfalls haben wir jetzt hier ein schickes Autogramm von Adam Maxted. Und in diesem Monat sind sogar zwei Autogramme drin und das zweite ist von Nick Cage. Diesem ist vielleicht dem ein oder anderen ein Begriff aus der GCW oder der CZW. Vor allen Dingen Deathmatch-Szene, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, kennt ihr vielleicht auch Nick Cage, von dem wir jetzt also auch noch ein Autogramm haben. Und ich probiere mir natürlich immer das beste Item zum Schluss aufzuheben. Und in diesem Monat ist es eindeutig das T-Shirt, nämlich das von Pentagon Junior. Ciro Miedo, richtig geiles T-Shirt hier also vom AEW Superstar mit dem T-Shirt in der WrestleCrate in diesem Monat. Und zu guter Letzt natürlich auch noch wie jeden Monat ein Blick in das WrestleCrate Lootbook vom September 2020. Vorne drauf natürlich noch einmal mit Pentagon Junior, von dem wir dieses wirklich sehr, sehr geile T-Shirt hatten. Und drinnen natürlich nochmal die komplette Itemlist. Subscriber des Monats, auch hier mit dem Autogramm von Chris Jericho. Das habe ich mir übrigens nachbestellt, weil ich es in der letzten Crate nicht drin hatte. Und nochmal ein kleiner Ausblick auf die Crate im Oktober und da gibt es ein Autogramm von Matt Hardy und darauf freue ich mich auch schon richtig. Und das war's auch schon wieder für diesen Monat mit dem WrestleCrate UK Unboxing und wenn ihr auch so eine Box hier zu euch nach Hause holen möchtet, dann folgt doch einfach mal dem Link unten in der Videobeschreibung und folgt mir natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram, würde mich da sehr freuen, @germanbelltalk ist da die richtige Adresse und ja, das war's dann auch schon wieder für diesen Monat. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.